Happy Birthday, Kurt Maas Jazz Award. Mal herzlich willkommen zum Kurt Maas Jazz Award, den wir jetzt 10 Jahre feiern. Der Kurt Maas Jazz Award hat sich ja mittlerweile zu einem absoluten Erfolgskonzept für unser Jazz-Institut und unsere Studierenden entwickelt. Darüber hinaus ist der Kurt Maas Jazz Award ein wunderbares Sprungbrett für unsere Studierenden ins professionelle Music-Business. Kurt Maas, wenn ich den Namen höre, denke ich zuerst, dass er für mich persönlich ein Mentor war. Kurt Maas hat mich zum Jazz gebracht und auch zur Big Band. Kurt Maas war ein sehr vielseitiger Mensch. Er war ein sehr, sehr guter, talentierter, großer Musiker. Ein Pädagoge, der in allen Richtungen versiert war und auch Unternehmer. Kurt Maas hatte den Jazz und auch die ganze Jazz-Ausbildung nach München gebracht und somit war er ein Pionier. Ja, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Preisträgerkonzert. Ich kann Ihnen versprechen, wir haben viel vor. Ein Highlight jagt das andere, also schnallen Sie sich an. Der Jazz Award ist entstanden wirklich bei der Beerdigung von Kurt Maas. Ich habe den Klaus Reichstaller, unseren Institutsleiter, kennengelernt, persönlich bei der Beerdigung. Und die haben wunderbare gespielt zu seiner Beerdigung, Jazz. Und wir haben gesagt, Wahnsinn, was Kurt Maas für den Jazz in München gemacht hat. Also natürlich mit Wirkung weit darüber hinaus. Viele sehr bekannte Musiker sind durch die Hände von Kurt Maas gegangen, erfolgreiche Jazzmusiker in Deutschland. Wir müssen was machen. Der ist jetzt weg. Wir können das gar nicht fassen, dass der jetzt nicht mehr da ist, weil er ist relativ jung gestorben. Lass uns irgendeinen Gedanken fassen. Wie können wir das Andenken und sein Vermächtnis des Jazz-Instituts, wie können wir das weiterentwickeln? Wo ist sein Geist? Und so ist dieser Kurt Maas Jazz Award entstanden. Der erste Preis hat sich ergeben aus der Verbindung von Kurt Maas zu dem Berklee College in Boston. Und zwar ist der erste Preis eine 4-wöchige Summer Study in Berklee. Der zweite Preis dann ein Konzert im Bayerischen Hof. Der dritte Preis ist eine internationale Masterclass. Das hat begonnen in Burghausen zusammen mit der Jazzwoche in Burghausen. Beim Award spielen nicht nur die Preisträger und Preisträgerinnen eine Rolle, sondern auch unsere Ehrengäste. Abraham Laboriel, Duško Gojković, über Tia Fuller, Ivan Linz. Wir hatten Patty Austin, ein Weltstars, mit dabei. Meiner Meinung nach ist der Preis besonders wichtig, weil er Motivation gibt, weil er Perspektiven aufmacht für Studierende, weil er immer noch auch spielerisch genug gehandhabt wird, dass man, wenn man teilnimmt und vielleicht keinen der ersten 3 Plätze belegt, immer noch einen guten Erfahrungswert mitnimmt. Der Kurt Maas Jazz Award ermutigt unsere Studierenden, aus der Komfortzone zu gehen, was auszuprobieren und sich damit auf die Bühne zu trauen. Wurde so ein bisschen gepusht, dass man was auf die Beine stellt, was funktioniert, was bühnentauglich ist und so weiter. Und das hat mich einfach, das hat mir sehr geholfen. Man arbeitet darauf hin, man überlegt sich eine Dramaturgie für dieses Finalvorspiel, wenn man ins Finale kommt, und versucht wirklich was zu gestalten, was auch überzeugend ist. Und das bringt einen wahnsinnig weit voran. Ja, mir hat das eigentlich ziemlich viel gebracht, weil ich das erste Mal mich richtig intensiv auf ein Konzert so in der Form vorbereitet habe, mir überlegt habe, was sage ich auch bei den Ansagen, wie ist das Programm. Davor war es bei Konzerten oft so, ja, gehe ich halt hin und spiele halt. No
Der Kurt Maas Jazz Award ist mittlerweile, denke ich, schon eine Institution. So. Also einfach dadurch, dass es ihn jetzt schon 10 Jahre gibt und viele Preisträger in der Szene vertreten sind, hat er eine gewisse Wertigkeit. Und wenn man damit in Verbindung gebracht wird, also es ist ein gewisses Qualitätsmerkmal so, in der Wahrnehmung. Ich glaube, der größte Erfolg, und das ist auch gleichzeitig, wie hat es sich entwickelt, ist, dass er unheimlich an Bedeutung gewonnen hat und dass ich das Gefühl habe, dass gerade bei den Schülern der Musikhochschule man einfach immer stärker die Bedeutung sieht. Der Kurt Maas Jazz Award hat mir ein großes Selbstvertrauen auch gegeben, indem ich meine eigene Musik gemacht habe und das auch, dass ich das gesehen habe, dass es auch klappt. Und das war für mich wirklich eine große Motivation und hat mir auch sehr viel Inspiration gegeben. Also nicht nur der Preis an sich, sondern dass ich zum ersten Mal auch mit einem Musiker gearbeitet habe mit meiner eigenen Musik. Also ich glaube, der Kurt Maas Jazz Award ist eine super Starthilfe für junge Karrieren. Im Laufe der letzten 10 Jahre haben wir also einige junge Musiker hier erlebt, die mittlerweile ihren Weg gemacht haben. Der erste Preis, eine Summer Study in Boston am Berklee College of Music. Elias Prinz. Ich bin total überwältigt. Ich hätte nicht damit gerechnet. Wirklich nicht, weil ich kenne alle Musiker und ich sind alles gute Freunde von mir. Und ich hätte jedem Einzelnen richtig, richtig gegönnt. Und ich weiß, wie gut die alle sind und wie viel Fleiß in jedem von deren Musik steckt. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr überrascht und freue mich einfach wirklich sehr. Für mich eine ganz besondere Chance, nach Amerika zu gehen. Ich war noch nie dort und ja. Ja, diese Zeit da in Boston zu verbringen und so viele andere junge Musiker kennenzulernen, das war wie so ein Rausch, diese 6 Monate. Auch kaum geschlafen, irgendwie nachts immer noch mit den Leuten unterwegs, den ganzen Tag gespielt und Sachen gelernt und gejammt. Wenn ich unsere Studierenden so anschaue, vor allem die Preisträger und Preisträgerinnen der letzten Jahre, bin ich einfach voll begeistert, weil wenn ich verfolge, wie sie jetzt auf der Bühne stehen, das hat mit einer persönlichen Entwicklung zu tun, mit einer künstlerischen Entwicklung und vor allem mit der Entwicklung ihrer Projekte zu tun, dann bin ich absolut begeistert. Der Jazz Award hat schon sein Gutes getan in der Unterstützung ins Berufsleben für diese jungen, mutigen Jazz-Musiker und Musikerinnen.